Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni und ich spreche heute über ein wirklich toxisches Thema. Also dranbleiben. Die toxische Maskulinität. Da möchte ich heute ein bisschen drüber reden. Erstens mal, was ist toxische Maskulinität? Im Prinzip zu viel von allem, zu viel Rechthaberei, Durchsetzungskraft, sexueller Trieb, zu sehr Stärke zeigen, zu wenig Gefühle, also zu viel von allem. Grundsätzlich kann man ja mal sagen, dass die Menge das Gift macht. Das heißt, zu viel von etwas Gutem ist auch giftig. Die Menge macht das Gift, um Paracelsus sehr lose zu zitieren. Also zu hart, zu streng sein, zu sehr, zu dominant sein, was ja so klassische männliche Eigenschaften sind, das ist dann also toxisch. Ja, und wen vergiftet es dann? Na, in erster Linie einmal sich selber, aber dann natürlich auch das Umfeld. Die Partnerschaften werden schwieriger dadurch, emotionale Distanz entsteht, Macht-on-Macht-Spiele, Dynamiken schleichen sich ein und das ist natürlich dann auch fürs Umfeld nicht so angenehm. Aber letzten Endes gibt es genug Informationen über toxische Maskulinität und dieses ganze Zeug. Was mich wirklich interessiert, ist eigentlich auch die toxische Spiritualität. Denn es gibt auch zu viel von der Spiritualität. Auch das kann toxisch werden. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Zu heilig zu sein, zu weich zu sein, zu erleuchtet zu sein, zu gut zu sein, zu lieb zu sein. Im Prinzip alle diese Eigenschaften, die so unangenehme, esoterische Zeitgenossen ausmachen. Was meine ich mit unangenehme, esoterische Zeitgenossen? Naja, das eine ist mal, wenn du sehr weich bist, ich habe das auch immer wieder erwähnt, wenn man zu weich ist, zu offen ist, dann wird man automatisch übergriffig. Also es ist nicht nur so, dass du jetzt immer glaubst, du empfindest alles und alles prasselt auf dich ein und du bist da das arme, übersensible Wesen und die Welt ist zu laut für dich, sondern andererseits ist es auch so, dass du, wenn du sehr undiszipliniert bist und sehr weiche Leute sind undiszipliniert, dass da dann auch die Emotion auf jemand anderen hinschwappt. Vielleicht kennst du das, dass jemand einfach sagt, ich fühle bei dir, dass du da einen negativen Fleck hast oder ich spüre das bei dir, ich sehe, dass du traurig bist. Also, dass dir jemand, entschuldige den Ausdruck, mit dem Hintern ins Gesicht fährt. Und das ist eben auch so toxische Spiritualität. Also dieses Nicht-bei-sich-Bleiben, dieses, ja, ich habe jetzt die Erleuchtung gefunden und ich weiß den Weg und ich bin ganz klar und keiner kann mir was erzählen. Also das ist auch zu viel des Guten. Eine gute Grundlage meiner Meinung nach zur Spiritualität ist auch immer, halt einfach das Maul über deine Highlights. Du brauchst niemanden bekehren, sondern es ist schön, wenn es dir was hilft, dann leb du das für dich aus. Aber lass bitte alle anderen in Ruhe und missioniere nicht großartig herum. Und was auch wichtig ist oder was ich zumindest als sehr wichtig empfinde bei dieser ganzen Spiritualität, ist ja eigentlich was, das sollte ja immer innen sein. Das heißt, eigentlich ist ja das was ich innen mache, was innere Vorgänge sind. Da brauche ich keine 100 Rituale nach außen oder mich nur weiß kleiden, weil dann meine Schwingung erhöht, wieder das ein Blödsinn. Denn letzten Endes entweder bin ich innen weiß und wenn ich innen nicht weiß bin, also weiß heißt klar, ja, aufgeräumt, sortiert, dann kann ich außen 100 Mal weiß tragen und ich werde nicht wirklich weiß werden. Ich kann anderen vielleicht etwas weiß machen, aber das macht mich dann nicht weiser. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen diese toxische Spiritualität. Und wenn wir dann schon bei toxisch weiter sind, dann kann man eigentlich alles ins Toxische bringen. Das heißt eben wirklich also alles übertreiben, übertriebene Gefühle, übertriebene Streitsucht,
übertriebenes Herausposaunen von egal was, von meinem Wohlstand oder eben dann von der Sexualität, wenn wir von dem schon reden. Ja, dass ich immer das herauskehren muss. Was Oberflächlicheres und Uninteressanteres als die Sexualität gibt es ja eigentlich nicht. Denn letzten Endes, okay, du bist Männlein oder Weiblein, jetzt einmal rein biologisch, ganz egal von dem, wie man sich jetzt fühlt, man ist einmal da auf ein gewisses Geschlecht festgesetzt. Rein körperlich jetzt gesehen, bitte. Und da braucht man nicht viel herumdiskutieren oder herumphilosophieren. Das ist jetzt einfach mal so. Egal welches Etikett man sich dann auch umhängen will. Aber zu sehr mit dem Herumtheatern, das ist nicht gesund. Weder was ist ein wahrer Mann, was ist eine wahre Frau, was ist ein wahrer Homosexueller, das ist ja alles ganz egal. Da sollten wir gar nicht so diskutieren drüber, weil es eigentlich nur oberflächlich ist. Wesentlich ist einfach, was bist du für eine Person? Bist du eine zuverlässige Person? Bist du eine klare Person? Bist du eine Person, auf die sich andere verlassen können? Oder noch wichtiger, kannst du dich auf dich selbst verlassen? Hast du das Gefühl, dass du in dir absolut stabil bist? Dass du dein Fels in der Brandung bist? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann wirst du nicht toxisch, dann bist du klar, dann hast du auch eine gewisse Demut, weil du auch spürst, wo deine Grenzen sind, weil du weißt, was hast du in der Hand, was hast du nicht in der Hand. Dann kommt eine gesunde Art der Sexualität, der Spiritualität zu dir. Und dann kannst du dieses ganze toxische Hin oder Her einfach vergessen, weil es dann nicht mehr zählt. Zählen tut einzig das, was in dir ist, und das sollte klar sein, das sollte stabil sein. Und da gibt es unzählige Techniken, das zu erreichen. Aber wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt toxisch oder du kennst jemanden toxischen, dann überleg dir einfach einmal, was das wirklich bedeutet, was bedeutet es für dich, was bedeutet es, dass du mit so einer Person zusammen bist. Denn es kann ja jemand, Entschuldigung, ein Arschloch sein, das ist ja kein Problem. Die größere Frage ist ja dann, warum bist du mit so einem Arschloch zusammen? Das würde ich mir stellen. Nicht, warum ist der andere so ein Arsch, sondern warum hänge ich permanent mit einem Arsch herum? Ja? Weil das kannst du ja letzten Endes lösen. Dass wer anderer so ist, wie er ist, es kann ja jeder sein, wie er will. Aber warum gibst du dich dann ab oder bist du umgeben von so Leuten? Das ist ja die Frage. Gut. Also in diesem Sinne, die Menge macht das Gift, in der Kürze liegt die Würze und wer anderen eine Grube gräbt, ist selbst ein Bauarbeiter. Jetzt habe ich mal alle Sprüche, die mir so auf die Schnelle ein. Mir würden noch mehr einfallen: Glashaus, Steine werfen und so weiter. Aber das lasse ich jetzt bleiben. Auf jeden Fall, schau einfach, dass du ein gutes Mittelmaß für dich findest. Und ich weiß, dieser Begriff toxisch ist jetzt sehr überstrapaziert, aber es heißt einfach nur für mich, schau, dass du in deiner Mitte bist, dass du nichts übertreibst, weder Spiritualität noch Sexualität noch sonst irgendetwas. Und ich denke, dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, eine gute Zeit. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, teile es. Wenn du glaubst, du kennst einen toxischen Menschen oder jemanden, der im Einfluss eines toxischen Menschen ist, abonniere diesen Kanal, würde mir sehr helfen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Tschüss.